Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla im... Ja, eigentlich ist das ja immer noch ein Multiplayer. Letztens hatten wir eben halt unsere Strecke ein bisschen ausgebaut und also hier die Schienenstrecke, die Gleisstrecke ein bisschen ausgebaut. Und ich wollte mal schauen, was wir heute noch so machen könnten. Weil wir sind eigentlich schon relativ weit. Na gut, relativ. Ist wieder so ein Ding, wo ich mir sage, nee, relativ weit bist du noch nicht, Junge. Da fehlt noch einiges. Vor allem an Stuff. Und jedenfalls geht's jetzt erstmal weiter, wie ich mit haben muss. Ja, 3/14 ist in Ordnung. Nahrung haben wir auch. Lecker und lecker. Aber vorher wollte ich noch mal kurz in den Untergrund gehen, weil ich brauche natürlich mal wieder Stuff. Emerald kommt hier rein. So, die hier kommen zwar die Gleisen und die Minecarts und die Redstone-Fackeln rein, aber ich werde es eben halt machen, dass wir dort auch anderes Zeug reinmachen, wie zum Beispiel eben halt, was wir so in der Erde finden, an Barren bzw. an Erz. Habe ich mir jetzt mal so ganz eiskalt ausgedacht. So, ohne euch zu fragen. Ich weiß, ich bin fies, aber nun, und das gefällt mir also an mir. Host. So, blöderweise darf ich mich jetzt nicht verlaufen, weil ich habe den, finde jetzt gerade meinen Block nie, wo meine Koordinaten draufstehen. Oh doch, Moment, ich hab'n. Da sind sie. Irgendwo, ich hab sie. Schön, freue ich mich. So, das bedeutet, wir gehen diesmal eigentlich dauerhaft runter in die Erde. Das bedeutet, ich baue mir nochmal zwei Spitzhacken. Ja. Ich baue mir eben halt noch ein paar Spitzhacken. Zack. Ich weiß, war jetzt ein bisschen viel, aber na und. Und. Ernsthaft. Und. Ja. So, Essen habe ich. Waffen habe ich. Pfeile habe ich. Pfeile? Brauche ich nicht. Wie ist das andere Zeug? Fackeln, Sticks. Ja, ich dürfte eigentlich jetzt bereit sein dafür, eine kleine Exkursion zu machen. Das wäre jetzt eigentlich die ideale Möglichkeit dafür. Deswegen auf, lasst uns rennen. Ich weiß zwar noch nicht wohin, beziehungsweise ich weiß noch nicht direkt wohin, aber ich werde mir da noch was einfallen lassen. Ich werde mir echt mal gucken, einfach mal umschauen hier jetzt. Da wir ja eigentlich schon mit der Gleise schon so weit sind. Au, meine Fresse. Gräten gebrochen. Dass die Gleise eigentlich schon bis hierher geht, eigentlich auch schon eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Ist ja eigentlich alles schön und im grünen Bereich irgendwo. Freue ich mich. So, des Weiteren, wie schon gesagt, ich werde mich erstmal hier umgucken. Weil wir brauchen ja so noch Stuff wie Gold, eventuell finden wir sogar noch 1, 2 Diamantelchen. Das wäre natürlich richtig geil. Oder vielleicht finden wir sogar noch ein Einwohnerdorf. Das wäre natürlich noch richtig Premium. Epic. So. Ah, hier haben wir zum Beispiel schon wieder einen Höhleneingang. Das ist ja fein. Zack. Und ich sehe natürlich mal wie immer gar nichts, weil im Hintergrund schon wieder das verdammte Sonnenlicht ist. Aber ich höre hier schon wieder was mir gar nicht gefällt. Aber... neugierig, wie man als Mensch nun halt mal ist, geht man eben halt direkt drauf zu und nicht von weg. So, jetzt erstmal schnell was futtern. Na, das wollte ich. Futtern wie... Ah, stimmt ja. Du kommst auf der 1, du kommst auf der 2. So. Kommt eigentlich schon mehr aus der Richtung. Boah. Okay. So. Ist das jetzt erstmal weg? Also die Höhle war ja gerade wirklich sehr tief. Aber gibt es zum Beispiel noch eine? Ja. Höhle? Ja, noch Fragen.
Jetzt eigentlich gerade so ein Durchgang. Aber trotzdem gucken wir uns mal hier weiter um. Vielleicht geht's ja noch. Alter, ist es dunkel. Verdammtes Licht im Hintergrund, ich sehe nichts. Ich hatte eben gerade nach Minecraft Resurrection aufgenommen. Ich muss sagen, die Aufnahme geht ja gar nicht. Also unsere Cops haben mal nichts Besseres zu tun, außer hier eben halt, während ich aufnehme, rumzufahren. Aber naja, kann man nichts machen. Die machen ja auch bloß ihre Arbeit. Zwar nicht so gut, wie ich immer dachte, aber naja. Was soll's? Kannst du nicht machen. Es wird schon wieder dunkel. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir rennen jetzt einfach straight weiter. Und gucken uns jetzt einfach mal um. Ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Ich schaff's zumindest. Wasser. Scheint eine relativ kleine Insel zu sein. Kann das möglich sein? Kann das angehen? Das wäre natürlich nicht. Das wäre natürlich kontraproduktiv, weil das geht ja gar nicht. Hier hat jemand Sand abgebaut, sieht zumindest so aus. Geht bis runter zum Sandstein. So. Und weiter geht's mit dem Erkunden. Nach Ressourcen suchen, sagen wir es mal so. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt wie ein Regenschirm. Hier ist Lava. Lava, 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 Lava. Und das ist Sugarcane, also hier, wie heißt das? Zucker, 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 Zuckerro, genau. Ist das ein komisches Gebilde da hinten? Sieht aus wie, keine Ahnung, Bäume? Aber ich sehe gerade wieder so einen komischen Eingang. Der uns aber gar nicht unter der Erde bringt, schade. Aber das bringt mir was. Und da gucken wir mal weiter. Lal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 a. Zack. Hüpf, 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 hüpf. Es ist dunkel. Das Problem ist, ihr seht zwar nicht bei YouTube, aber hier kommt der Witz, ich sehe noch weniger. Ich sehe noch viel, viel weniger. Weil es draußen hell ist und es spiegelt ganz schön. Da liegt nämlich bei mir das Problem. Ja. Deswegen mal schauen. Wow. Bin ich aber weit weg. Oh, ich sehe ja gerade null. Danke. Ich bin da echt ganz schön weit weg. Also wenn ich mal so auf meinen Blog gucke, ich bin auf der Y-Koordinate auf der 223 und hier bin ich bei 700. Ist schon eine Hausnummer. Hätte nie gedacht, dass ich jetzt in der kurzen Zeit so weit laufen kann. Ja, das ist schon krass. Oh. Was war das gerade für ein Geräusch? Hi. 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 Alter Falter.
Ich weiß, das mit den Fackeln ist jetzt ein bisschen overpowered, aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil, wie schon gesagt, ich sehe null. Deswegen nehme ich solche Spiele auch eigentlich immer nachts auf, damit ich wenigstens auch was sehe am Tag, beziehungsweise hier in der Nacht, also so gegen 21, 22, 23 Uhr nehme ich das Zeug eigentlich auf. Aber da ich eben halt gerade noch an Resurrection gearbeitet habe, beziehungsweise aufgenommen habe, habe ich mir eben halt gedacht, na gut, nimmst jetzt das Vanilla jetzt auch nochmal schnell 4 Folgen auf. 3 Folgen. Damit ich davon jetzt erstmal 3 Tage Ruhe habe. Und ich mich dann noch anderen Projekten widmen kann. Weil wie ich schon gesagt hatte, werde ich mit Smoker eventuell, bloß eventuell steht mir 100% fest, Crash Landing aufnehmen. Auch ein Minecraft-Mod, aber eben halt so ein richtiger Überlebensmod. Aber ich könnte jetzt erstmal wegmachen, danke. Wo man eben halt wirklich ums nackte Überleben kämpft. Na, tolle Höhle. Aber er meinte eben halt, der Mod da ist mal richtig epic. So, ich sehe natürlich, ja danke, ich sehe natürlich gar nichts durch das Licht hinter mir. Und durch das Sonnenlicht. Beziehungsweise Tageslicht. Fackeln müssen wir langsam wieder bauen. Hier ist wieder Eisen, aber ich muss eben halt noch ein bisschen ausleuchten hier. Lapis. Nehmen wir gleich mal mit. Voll konzentriert hier der Mensch gerade. Also mit der Mensch meinte ich gerade mich, ne? So. Bauen wir uns noch ein paar Fackeln, weil die gehen uns langsam aus. Okay, jetzt gehen sie uns nicht mehr aus. Hihi. Das war ja richtig produktiv jetzt gerade. Na egal. Ups. Und machen wir so. Redstone. Das ist Kies. Da ist wieder Stein. Da geht's runter. So. Hey, hier hin. So. Hups und Hups. Ich würde am liebsten hier solche Zäune hinstellen, aber es geht ja nicht, bringt ja nichts, weil die Lava die kaputt macht. So. Ein bisschen Redstone.